ist RTV. Das Fernsehen für den Kreis Böblingen mit dem Regionalmagazin. Samstagabend, wir sind's wieder. Hallo. Wie gewohnt fassen wir heute nochmals die wichtigsten Ereignisse der letzten Septemberwoche zusammen, vorher aber die Nachrichten vom Tage. Hier unsere Themenübersicht. RTV, die Themen am Samstag, 30. September. Kindermusical, das kleine Gespenst, zu Gast in Sindelfingen. Schwimmfest, Wasserratten aus nah und fern im Herrenberger Hallenbad und die Woche in RTV. Vor ein fahrendes Auto geworfen hat sich gestern Abend ein Mann in Böblingen. Der offensichtlich betrunkene 19-Jährige stand mit anderen Jugendlichen vor dem Jugendhaus in der Kalverstraße. Als ein Auto vorbeifuhr, rannte der Mann plötzlich auf die Straße. Er wurde von dem PKW erfasst und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Riesenaufwand für ein kleines Bäumchen. Was als gewaltiger Nussbaum angekündigt war, erwies sich um 3 Nummern kleiner. Doch war immer noch ein Autokran nötig, um ihn über die Dächer des neuen Darmsheimer Kindergartens zu bewegen und dann punktgenau in sein Pflanzloch zu setzen. Die Baumpflanzung war gleichzeitig Anlass für ein Fest, bei dem zwar auch die Kinder wichtig waren, vor allem aber den über 100 Helfern, die sich in der Vergangenheit für den Kindergarten eingesetzt haben, für ihre Arbeit gedankt wurde. Startfrei zum 8. Herrenberg Cup. Knapp 1400 Teilnehmer gehen bei diesem traditionellen Schwimmermeeting des VfL Herrenberg im Hallenbad im Längenholz an den Start. 19 Mannschaften, vorwiegend aus der Region, haben gemeldet. Mit dabei aber auch 40 Schwimmer aus der französischen Partnerstadt Herrenbergs Tarrat. Auf der 25-Meter-Bahn messen sich die Teilnehmer in den bekannten Disziplinen Brust, Freistil, Rücken und Schmetterling. Der Herrenberg Cup findet morgen ab 9 Uhr seine Fortsetzung. Gegen 16:30 soll der letzte Wettbewerb beendet sein. Als einer der ersten Anbieter in der Bundesrepublik hat die Böblinger Kriegbaum-Unternehmensgruppe seit vergangener Woche schwefelarmen Diesel im Angebot. Der sogenannte Superdiesel verringert laut Kriegbaum die Schwefeldioxidemissionen um 2/3. Wer den neuen umweltschonenden Kraftstoff tanke, setze weniger als krebserregend geltende Rußpartikel frei und leiste außerdem einen Beitrag im Kampf gegen den sauren Regen, teilte Kriegbaum jetzt mit. Ein neues Additiv soll zudem den Motor schonen und den Kraftstoffverbrauch verringern. Der Superdiesel ist ab sofort an 17 Kriegbaum-Tankstellen im Ländle erhältlich. Gegen die geplante Sozialhilfereform haben sich die Grünen im Stuttgarter Landtag gewandt. Die Bonner Kürzungspläne seien der Versuch, den Haushalt auf dem Rücken der sozial Schwächsten zu entlasten, erklärte dazu der Böblinger Abgeordnete Reinhard Hackel. Hackel forderte erneut, das bisherige Sozialhilfesystem abzuschaffen und durch eine Grundsicherung für jedermann zu ersetzen. Immer schon haben Gespenster und die Vorstellung davon die Fantasie von Jung und Alt beflügelt. In welch liebenswürdiger und kindergerechter Weise Gespenster uns begegnen können, hat mein Kollege Peter Kahle gestern Abend für Sie beobachtet. Brechend voller Saal gestern Abend in der Sindelfinger Johanneskirche. An die 200 Kinder fanden sich zur Gespensterstunde ein, um die neue Produktion des Kinderchors der Johanneskirche hautnah zu erleben. Gottfried Preußlers berühmtes Kleines Gespenst war von Paul Bischoff musikalisch und von Brigitte Schubert textlich zu einem Kindermusical umgestaltet worden. Der momentan 37 Kinder umfassende Chor existiert seit 82 und überrascht jährlich im Herbst mit einer Neuproduktion. Der Eule Schuhu offenbart das kleine Gespenst einen Herzenswunsch. Sie wissen doch, dass mir das Geifern einen riesigen Spaß macht. Aber warum müssen wir eigentlich immer nur nachts geistern? Können wir nicht auch mal tagsüber unser Unwesen treiben und vielleicht so ein bisschen die Menschen ärgern?
Dieser Wunsch geht durch einen Fehler der Turmuhr alsbald in Erfüllung. Doch das Gespenst, nunmehr schwarz geworden, bringt die Menschenwelt ganz schön durcheinander. Sogar die Feuerwehr muss anrücken zur Gespenstersuche. Eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben. Ein paar Menschenkinder holen schließlich Rat bei der Eule, wie das Gespenst wieder in die gewohnte Nachtwelt zurückkäme. Euer Rathaus muss zusammenhängen. Versucht herauszubekommen, ob diese in letzter Zeit verstellt wurde. Nur das kann es sein. Stellt sie wieder richtig und die Sache kommt in Ordnung. Das Happy End der Geschichte können alle Gespensterfreunde selbst noch am 1., 5. und 6. Oktober jeweils um 18 Uhr bei der Johanneskirche erleben. Morgen ist schon der 1. Oktober und wenn Sie am Sonntag nicht nur Kaffee trinken und Kuchen essen wollen, gleich ein paar Tipps für Ihre Freizeitgestaltung. Von Computerbörse bis Folkrock, von Heimatmuseum bis Jogging. Sie planen ein eigenes Fitnesscenter? Ob Sauna, Dampfbad oder Whirlpool, wir beraten und planen für Sie, bauen selbstverständlich auch fachgerecht ein. Sanitär Rebmann, Ihr Partner auch in Sachen Fitness. Autos zum Leben. Hautnah bei den Tagen der offenen Tür am Samstag, 30. September und Sonntag, 1. Oktober. Bei Ihrem Autohaus Dannwolf, Rosensteinstraße 14 in Böblingen. Das große Gebrauchtwagenzentrum. EG Neuwagen und EG Gebrauchtwagen aller Fabrikate. Ständig über 200 Fahrzeuge im Angebot. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald im Autohaus auf der Hulb. Zero 1 und 2, Böblingen Postplatz, Stuttgarter Straße 9. Lassen Sie sich verwöhnen mit einer neuen Frisur in Tonis Haarstudio. Tonis Haarstudio zeigt Ihnen gerne die neuen Trends. Tonis Haarstudio in Aidlingen. Reisebüro Haas. Ihr Reisebüro für die schönsten Wochen des Jahres. Reisebüro Haas im Einkaufszentrum Böblingen. Das spezielle Studio für Sie und ihn. Farb- und Stilberatung. Beauty-Stylistin Beauty in Hildritzhausen. Telefon 07034 63874. Achtung, Achtung! Wichtige Adressen und Rufnummern aus dem Kreis Böblingen für Sie notiert. Elektro Frühwald, das Schöneicher Fachgeschäft mit dem Meisterservice. Lünn bei Lünn. Damenmode ab Größe 42. Schöneich. Was, wann, wo? Die RTV-Veranstaltungshinweise. Mit freundlicher Unterstützung der Volksbanken Raiffeisenbanken im Kreis Böblingen. Ein Konzert für zwei Orgeln findet am Sonntag in der Sindelfinger Versöhnungskirche statt. Ab 18 Uhr kann man unter anderem einer Aufführung von Wolfram Graf beiwohnen, nämlich dem Goldberg-Konzertino.
Grafs Schüler Marcel Frank wird dieses Werk zur Aufführung bringen. Auf der großen Computer- und Elektronikbörse in der Böblinger Kongresshalle bieten Aussteller aus dem ganzen süddeutschen Raum alles rund um den Computer. So wird es gebrauchte und neue Rechner geben, sowie Hard- und Software aller Systeme. Zudem Bauteile, Fachliteratur, Zubehör und vieles mehr. Die neue Zweigstelle der Genossenschaftsbank Weil im Schönbuch lädt am Sonntag zum Tag der offenen Tür. Von 11 bis 16 Uhr stehen Sektempfang, Imbiss, Musik und der Start eines Heißluftballons auf dem Programm. Natürlich ist auch Gelegenheit, die neuen Räume und Einrichtungen der Zweigstelle Breitenstein zu bestaunen. Citylauf in der Sindelfinger Innenstadt. Auf mehreren Strecken in verschiedenen Altersklassen können sich die Starter beweisen. Erstmalig wurde in Sindelfingen auch an die sogenannten Inline-Skater gedacht, für die ein spezieller Kurs geplant ist. Dieses Rennen startet um 11.45 Uhr. Liebe auf den ersten Biss, so lautet das aktuelle Programm der Formation Bratwurst. Im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Walderstadt treten sie am Sonntag auf und bieten Folkrock, Kabarett und Pantomime. Um 19 Uhr geht's los. Noch bis zum 3. Oktober kann man im Holzgerlinger Heimatmuseum Miederwaren aus dem Biedermeier bis hin zur Neuzeit betrachten. Täglich von 14 bis 17 Uhr ist die Ausstellung geöffnet und zeigt einen kulturhistorischen Überblick unter dem Motto Drunter und Drüber. Die RTV-Veranstaltungshinweise. Viel Spaß wünschen die Volksbanken Raiffeisenbanken im Kreis Böblingen. Wir machen den Weg frei. Volksbanken Raiffeisenbanken. Bilder, Fakten, Meinungen. Der RTV-Wochenrückblick. Rechtzeitig vor der Landesgartenschau putzt sich die Böblinger Innenstadt fein heraus. Der Umbau des Postplatzes ist bereits in vollem Gange und demnächst soll auch das in 3 Jahrzehnten ein wenig heruntergekommene Einkaufszentrum neuen Glanz erhalten. Bevor die Baukolonnen anrücken, soll in der Ladenmeile allerdings noch einmal kräftig gefeiert werden. Den stilgerechten Auftakt zu der 3-tägigen Umbaufete soll am Donnerstag der Böblinger OB Alexander Vogelxang liefern. Wie Anfang dieser Woche bekannt wurde, ist ein symbolischer Steinwurf durch eine große Fensterfront geplant. Ebbe herrscht zurzeit in den allermeisten Gemeindekassen. Am Montag trafen sich in Leonberg 600 Bürgermeister, um Wege aus der Finanzmisere zu diskutieren. EG, Bund und Land schröpfen die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg, so der Tenor auf dem Gemeindetag hier in Leonberg. Nur noch 29 von 1111 Gemeinden in Baden-Württemberg sind schuldenfrei, schreiben schwarze Zahlen. Die hohen Belastungen müssen ein Ende finden, hat Ottwin Brucker gefordert, der Präsident des Gemeindetags. Wilfried Dölker, Bürgermeister in Holzgerlingen, Sprecher der Bürgermeister im Landkreis Böblingen. Wann wird denn die erste Gemeinde, wann wird die erste Stadt im Landkreis ihr Rathaus verkaufen müssen? Ich bin überzeugt, dass keine Stadt und keine Gemeinde ihr Rathaus verkaufen muss, weil wir ja vorher entsprechende Akzente setzen möchten und Land und Bund daran erinnern müssen, immer wieder, dass die Städte und Gemeinden mit der notwendigen Finanzkraft ausgestattet werden, dass das Rathaus als die Dienstleistung am Bürger, das ist der Kernbereich der örtlichen Verwaltung. Ich denke nicht, dass es darum geht, dass man verkaufen muss, sondern es geht darum, um langfristig die Finanzen abzusichern. Und das sind heute bei der Mitgliederversammlung des Gemeindetags auch deutliche Worte im Bund und Land getroffen worden. Ganz kurz, wie sieht es mit der Pro-Kopf-Verschuldung denn aus im Landkreis Böblingen? Die Pro-Kopf-Verschuldung der Städte und Gemeinden im Landkreis Böblingen ist, soweit ich das jetzt spontan überschätzen kann, noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt in der Regel. Es gibt Städte und Gemeinden, wo die Pro-Kopf-Verschuldung in den letzten Jahren stark angestiegen ist, zum Beispiel in Sindelfingen oder auch in Böblingen, bedingt durch den gewaltigen Steuerrückgang in der Gewerbesteuer. Müssen wir damit fertig werden, dass vorhandene öffentliche Einrichtungen nach wie vor zu unterhalten sind und dass das mit viel geringeren Einnahmen erfolgen soll. Und das heißt also auch Leistungsabbau für die Bürger? Es heißt letztendlich Leistungsabbau, es heißt aber auch die Forderung an Bund und Land, dass uns nicht mit ständigen Standards, zum Beispiel im Umweltbereich Wasser, Abwasser, höhere Leistungen, Investitionen aufgezwungen werden, die dazu führen, dass wiederum die Städte und Gemeinden keinen Spielraum mehr haben.
Ein Stichwort Privatisierung, gleichzeitig Stellenabbau in den Gemeinden. Wie wird es denn da weitergehen? Ja, Privatisierung, das muss man, denke ich, sehr differenziert sehen. Die Städte und Gemeinden im Landkreis Böblingen haben schon immer Wert darauf gelegt, dass die Aufgaben, die Private erledigen können, Private auch machen. Und Privatisierung ist ja nicht, ist ja kein Zauberwort, wo man plötzlich erreichen könnte, dass das alles nichts mehr kostet, sondern auch Private und brauchen Einnahmen dafür. Und vor allem, wenn es dann Unternehmen sind, muss man eigentlich bedenken, dass da zusätzlich noch Gewinne einzukalkulieren wären. Also Privatisierung wird nur in gewissem Umfang möglich sein. Wichtige öffentliche Leistungen muss nach wie vor Stadt und Gemeinde erbringen. Und dazu braucht man eben die notwendige Finanzausstattung. Es kommt darauf an, dass Bund und Land Regelungen finden, auch bei der Gewerbesteuer, die uns langfristigen Finanzvolumen lassen und damit die Möglichkeit lassen, gestalten für die Bürger tätig zu sein. Also Ihre Forderung an Bund und Land, vielen Dank, Herr Dölker. Die Kommunen sehen sich also weiterhin hohen Belastungen ausgesetzt. Das zu ändern wird innerhalb weniger Tage, Monate natürlich nicht gehen. Achim Rittmeier für das RTV Regionalmagazin. Hochstimmung herrschte am Mittwoch in der Böblinger Mineraltherme. Anlass zum Feiern gab eine runde Zahl. Die Mineraltherme Böblingen sind weiter auf Erfolgskurs. Heute Vormittag wurde die 2-millionste Eintrittskarte an den Mann bzw. an die Frau gebracht. Oberbürgermeister Alexander Vogelgesang konnte der Ditzingerin Helga Reisch nicht nur einen Blumenstrauß und eine Zehnerkarte überreichen. Frau Reisch, Stammgast in Böblingen, bekam außerdem eine dreitägige Reise nach Budapest geschenkt. Neue Konzepte zur Behebung der Leonberger Verkehrsmisere hat diese Woche OB Bernhard Schuler dem Gemeinderat vorgelegt. Der Westanschluss an die A8 soll nach Schulers Vorstellung am Fuß des Kopflochbergs entlang geleitet werden, was vor allem für die Eltinger weniger Verkehrslärm brächte als die gegenwärtig geplante Trasse. Für diese neue Variante zeichnet sich im Gemeinderat bereits eine Mehrheit ab. Umstrittener ist dagegen der vorgesehene Innenstadttunnel von der Post zum Hasenbründle. Baubürgermeister Michael Hassler hatte vor Presse und Gemeinderat alle Hände voll zu tun, die Tunnelpläne zu erläutern. Innerhalb der politischen Lager gehen die Meinungen weit auseinander. Nur die CDU steht geschlossen hinter Oberbürgermeister Bernhard Schuler. Die anderen Gemeinderatsfraktionen können sich mit seinem Vorschlag nicht ganz anfreunden. Ärgerlich für den OB, denn die Zeit drängt. Zum einen wissen wir seit Juli, dass bereits vergeben ist die Renaturierung der Trasse der A81. Und zwar beginnend Ende 98, Anfang 99. Zum Zweiten wollen wir genau untersuchen und wissen, ob es die Möglichkeit eines solchen Tunnels gibt. Das ist bisher nicht geschehen. Außerdem gäbe es Gelder aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Dass der Bund 80% des 50 Millionen Mark Projektes übernimmt, wollen allerdings weite Teile des Gemeinderates nicht glauben. Weniger Probleme gibt es beim Autobahnanschluss Leonberg-West beim Schopflochberg. Hier kann sich Schule einer Mehrheit sicher sein. Dafür bereitet ihm das Regierungspräsidium Sorge. Das Verfahren zum Westanschluss soll abgekoppelt werden von der Planfeststellung für den Ausbau der A8. Dieses wurde bisher nicht erreicht. Hier hoffen wir, dass man den Gesamtzusammenhang sieht, dass man in ein gemeinsames Verfahren hineinkommt. In das die nötigen Lärmschutzwälle für Eltingen fallen würden. Am 2. November soll der Gemeinderat eine Grundsatzentscheidung zum Autobahnanschluss und zur Tunnelplanung treffen. Jetzt scheint es ja doch zu klappen mit dem goldenen Herbst. Zumindest stundenweise hat uns in den letzten Tagen die Sonne verwöhnt. Da macht auch der Ausflug zum 150. Cannstatter Vasen gleich doppelt so viel Spaß. Wie es die nächsten Tage wird, sehen Sie gleich. Ein attraktives Angebot direkt vom Bauträger der Baugenossenschaft. 4-Sterne-Wohnen in optimaler Südhanglage zwischen Sindelfingen und Böblingen. S-Bahn, Autobahnanschlüsse, Mineraltherme, Schulen und bequemes Einkaufen in nächster Nähe. Nutzen Sie Zeit und Raum, um unsere Musterwohnung in diesem außergewöhnlich wohnlichen Haus zu besichtigen. Treffpunkt Jenaer Straße 6, Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 16 bis 18 Uhr oder Telefon Sindelfingen 70 700. Novotel Böblingen. Das ist mehr als gemütliche Atmosphäre. Das ist mehr als internationale Spezialitäten. Das ist mehr als 118 komfortable Zimmer. Novotel Böblingen. Das ist Leben.
Der Schlüssel dazu sind unsere Mitarbeiter. Hallo, mein Name ist Angelika Ambrosinov. Schauen Sie doch auch mal vorbei in unserer Bar. Novotel Böblingen. Unterwegs, zu Hause. Sehen Sie am Sonntag, den 1. Oktober, eine neue Ausgabe von STV, dem Immobilienmagazin der Kreissparkasse Böblingen. Schwerpunktthema der Sendung ist Weil der Stadt. Woher hat die Keplerstadt ihren Namen? Wir informieren über die Gesetzesänderung des Bauherren § 10e und präsentieren aktuelle Immobilienangebote aus Weil der Stadt und Umgebung. STV am Sonntag, den 1. Oktober bei RTV. Sindelfingen, die Einkaufsstadt. Das gemütliche Restaurant mit Terrasse und Seeblick am Freizeitpark. Täglich wechselnder Mittagstisch, ab 10 Uhr geöffnet, kein Ruhetag. Gaststätte Goldbachsee, Schwertstraße 16 in Sindelfingen. TGH Fahrzeugteile, Ihr kompetenter Partner, wenn es ums Auto geht. Groß- und Einzelhandel für Fahrzeugteile. TGH Fahrzeugteile, Schwertstraße 27, Sindelfingen. Gutbürgerliche Küche, große und kleine Räume für festliche Anlässe aller Art. Gartenterrasse, Gaststätte Schwarzwald Vereinsheim, Arthur-Gruber-Straße 65, Sindelfingen. Täglich frisches Obst und Gemüse, ausländische Spezialitäten. Täglich frisches Rind- und Lammfleisch aus hauseigener Schlachtung. Murat Lamm, Berliner Platz 10, Sindelfingen. Interreisen in Sindelfingen zeigt Ihnen die schönsten Plätze der Welt. Linien- und Charterflüge, Kreuzfahrten, Geschäftsreisen und Last Minute. Interreisen Hirsauer Straße 2, Sindelfingen. Wir sehen uns in Sindelfingen. Vorbeikommen und mitmachen beim RTV Volltreffer. Sie haben 6 Schuss auf unsere Torwand. Für jeden Treffer gibt es einen Reisegutschein für 100 Mark vom Top-Reiseclub. Und aufgepasst, hier kommt der Hauptpreis. Bei 5 Treffern haben Sie die freie Auswahl unter diesen 5 nagelneuen Autos. Vom Autohaus auf der Hulb. Also vorbeikommen und mitmachen am kommenden Sonntag beim Jubiläum des Sportpark VfL Sindelfingen Böblinger Straße 6. Das Wetter in der Region. Ein Service der IKK Böblingen-Leonberg. Wenn man sich erst einmal an die deutlich niedrigeren Temperaturen gewöhnt hat, dann kann man auch mit dem heutigen Tage zufrieden sein. Faszinierend, wie sich dieses unbeständige Wetter so beständig hält. Die Temperaturen. Leonberg 10 Grad, Böblingen, Sindelfingen 11 Grad und Herrenberg 12 Grad. Ab morgen wird es täglich wieder ein paar Grad wärmer und auch die Sonne lässt sich länger blicken. Die Wolken bleiben größtenteils schäfchenweiß, das bedeutet wenig Regen. Aber ein bisschen windig wird es schon, wie sich das gehört für einen ordentlichen Herbst. Das Wetter in der Region. Ein Service der IKK Böblingen-Leonberg. Wir sind bei jedem Wetter für Sie da. Was machen Action-Schauspieler, wenn sie in die Jahre kommen? Richtig, sie suchen neue Herausforderungen, zum Beispiel als Regisseur oder Charakterdarsteller. Beides miteinander verbunden hat der frühere Western-Macho Clint Eastwood in seinem neuesten Film Die Brücken am Fluss. Keine Action, keine Polizei und auch keine Schießereien, sondern eine echte Liebesgeschichte. Seit dieser Woche im Kino. RTV Kino und Co. Neues aus der Welt des Films. Präsentiert von der Volksbank AG im Kreis Böblingen. Sommer 1965 in Iowa. Vor der Farm der Familie Johnson fährt ein Wagen vor. Der Fotograf Robert Kincaid fragt nach dem Weg zu einer abgelegenen Brücke. Die schöne Farmersfrau Francesca zeigt ihm den Weg und schlägt ihn sofort in ihren Bann. Auch Francesca kann ihr Interesse an dem ruhigen und interessant wirkenden Mann nicht verbergen. Dann haben Sie sich nicht sehr verirrt. Männer tun das doch noch, oder? Ich bin doch nicht altmodisch, weil ich einer Frau als Zeichen der Bewunderung Blumen schenke. Nein, gar nicht. Nur, dass diese Blumen giftig sind. Es war nur ein Scherz. Entschuldigen Sie. Es tut mir leid. In dieser Woche ist Francesca allein auf der Farm, denn ihr Mann und die Kinder sind auf einer Landwirtschaftsausstellung im Nachbarstaat Illinois. So kann sie Robert zum Abendessen einladen. Er berichtet von seinen Reisen, die ihn oft monatelang in entlegene Orte führen. Und auch Francesca erzählt, nämlich, dass sich die Träume und Hoffnungen ihrer Jugend nicht erfüllt haben.
Francesca und Robert verlieben sich leidenschaftlich und verbringen wunderschöne Stunden miteinander. Sie spüren, dass sie füreinander bestimmt sind. Aber Francescas und Roberts gemeinsame Stunden sind begrenzt und der Zeitpunkt der Trennung rückt immer näher. Francesca. Du sollst es behalten. Das war RTV Kino und Co. Präsentiert von der Volksbank AG im Kreis Böblingen. Die Bank. Das war's im RTV Regionalmagazin für heute. Morgen melden wir uns mit dem Immobilienmagazin der Kreissparkasse aus Weil der Stadt. Wir berichten vom Sindelfinger Stadtlauf und präsentieren Ihnen wieder ein Biotop des Monats. Ihnen noch ein schönes Wochenende. Morgen begrüßt Sie hier wieder meine Kollegin Karin Graf.